Das ist natürlich ganz was anderes, als ich das bisher so von ferngesteuerten Autos kenne. Dieses Auto kann richtig fett driften. Wie kommt das? Ja, es ist einfach so, dass das eigentlich kein ferngesteuertes Modellauto ist, sondern genau genommen haben wir hier eine komplette Fahrsimulation, also ein Computerspiel, das auf dem Smartphone läuft. Ja, ja. Nur, dass wir die Ausgabe weg vom Bildschirm in die Realität geholt haben. Okay. Also unser Auto ist eigentlich ein kleiner Roboter, der sozusagen das Ausgabemedium ist von einer komplexen Fahrsimulation, die hier auf dem Smartphone läuft. Was heißt komplex? Ist das irgendwie realistisch oder so? Absolut, ja. Wir berechnen da alles, also PS, Antriebskonzept, Allradantrieb, Frontheckantrieb. Ich kann einstellen, fahre auf nasser Fahrbahn, fahre auf trockener Fahrbahn. In so einem kleinen Pieselmodell oder was? Passiert alles in der Simulation. Und dieses Auto ist quasi einfach nur in der Lage, das, was eine Fahrsimulation, wie man es vom PC kennt, berechnet hat an Fahrverhalten, anhand dessen, was du besteuert hast, in die Realität hinauszubringen. Oh, also man kann quasi auch sagen, wir haben mit dem Auto die physikalische Umgebungswelt mit verkleinert. Und dadurch wird dieses kleine Auto mit sich genauso, als würde es 1,6 Tonnen wiegen, als jetzt 650 PS und all diese Dinge. Sprich, es hat genau dasselbe Fahrverhalten wie das Original in groß. Genau, gleiche Beschleunigung, gleicher Bremsweg, Übersteuern, Untersteuern, alles, was ein echtes Auto machen würde. Das ist natürlich speziell. Ja, sehr speziell. Darf ich mal ausprobieren? Natürlich, guck mal. Okay. Auf der rechten Bremse? Links ist Bremse, genau. Rechts ist Gas. In der Mitte ist noch die Handbremse. Aber für den Anfang geht es auch so schon ganz gut. Ah, wow. Sehr gut. Super. Ey, das macht Spaß. Achtung, Bremse! Sehr gut. Und schon gleich gegen die Wand gehauen. Gut, dass es nur eine Miniatur ist, weil sonst wäre es teuer gewesen, ne? Richtig, ja. Wir haben noch kein Schadensmodell, alles gut. Aber der dreht halt auch sofort durch, also der fährt überhaupt nicht wie ein normales Auto. Ja, der ist jetzt auch in einem Drift-Setup, wo er so extrem, extrem aggressiv ist, wie ein echtes Drift-Auto. Okay. Man kann es in der Simulation auch umstellen, dass man sagt, ich will ein Race-Setup, da fährt er eher neutral. Das geht alles. Ach so. Alles, was ein Computerspiel kann, können wir auch, nur dass es in der Realität passiert. Hm? Okay. Genau. Und damit seid ihr relativ einzigartig in dem Markt, damit oder? Sind wir absolut einzigartig. Ja, das ist ein im ganzen Produkt, dass man eigentlich... Ja. Du hast das halt immer überall dabei. Du kannst das in großen Tasche stecken, stimmt, immer überall racen. Ja, Handy hat jeder dabei. Fertig. Ne? Absolut bürotaugliches Spielzeug. Absolut, ja. Sowas gab es noch nie. Aha. Und das ist auch das Besondere. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir gründen eine Firma, haben ein Startup gemacht, haben das ganze Ding über Kickstarter, über so eine Plattform ins Leben gerufen und sind jetzt seit Ende letzten Jahres am Markt damit. Das heißt, das ist noch niegelnagelneu? Ja, brandneu. Und das ist quasi so der Anfang, was kommt als nächstes noch? Das ist jetzt wirklich tatsächlich der Anfang und es ist ein Produkt, das wir jetzt erstmal grundsätzlich entwickelt haben. Aber das Konzept dahinter gibt eben unendlich Möglichkeiten, das noch zu erweitern. Okay. Das Auto ist quasi so die Basis, was wir jetzt haben und alles andere ist dann Softwareentwicklung. Bin sehr gespannt. Was muss ich im Moment ausgeben, um den Spaß zu haben? Das Fahrzeug kostet 199 Euro. Oh, die Fahrsimulation, das Rennspiel ist dann dabei. Mhm. Klingt erstmal viel, man muss aber auch wissen, eben, es ist ein komplettes Computerspiel, was ich bekomme und das komplette Fahrzeug ist komplett made in Germany. Okay. Also von der Entwicklung bis zur Produktion, bis zur Verpackung, alles in Deutschland hergestellt. Coole Sache, ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit. Ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank, dass du es mir kurz gezeigt hast. Dankeschön. Schöne Messe noch. Tschüss. Ja.